Hallo und herzlich willkommen bei Chefstaff. Heute gibt es einen schnellen Chefstaff mit der Auster. Und zwar zeige ich euch heute, wie man eine Auster richtig und professionell öffnet. Wir haben einen Austernöffner, das ist jetzt ein französischer Austernöffner. Das sieht man daran, dass er spitz zuläuft. Es gibt auch noch welche, die laufen so ein bisschen breit zu. Link ist in der Beschreibung. Und auf jeden Fall ist das meiner Meinung nach der beste Austernöffner, den es gibt. Also jetzt nicht der, sondern die, wo spitz zulaufen, nicht die anderen. So, wir machen jetzt eine Auster auf. Wir haben jetzt hier eine Fin de Claire. Das ist eine französische Auster, eine Sortierungsart. Das bedeutet, diese Auster war ein paar Wochen in einem Becken nach der Zucht und hat dort quasi so einen Reinigungsprozess durchlaufen. So, wir haben jetzt hier die Auster. Wir sehen hier, die Auster hat zwei Seiten, an der sieht man es ein bisschen besser. Einmal eine dickere Seite, eine obere Seite. Die dicke Seite kommt nach unten. Wir haben ein Tuch, auf dem wir die Auster drauflegen. Und dann sieht man natürlich hier auch immer schön, hier drin befindet sich der Schließmuskel. Den gilt es zu knacken. Wir legen die Auster mit der dicken Seite auf unser Tuch. Wir haben hier unseren Austeröffner. Da werde ich den Finger jetzt hier so dran legen, damit, ich nenne ihn jetzt einfach mal der Führungsfinger, damit wir uns nicht verletzen. So, wir gehen hier rein. Das kriegt wahrscheinlich noch jeder hin. Und jetzt kommt so das, was ein bisschen tricky ist. Und zwar müssen wir uns hier ein bisschen vortasten. Das darf nicht mit zu viel Gewalt passieren, sondern eher so mit so ein bisschen Druck. Ja, und dann immer so ein bisschen kreisende Bewegung, sage ich jetzt einfach mal so ganz leicht. Wir arbeiten uns vor, relativ weit. Und dann merkt man gleich so einen Widerstand so ein bisschen. Und ab diesem Zeitpunkt darf man einmal den Austeröffner drehen mit einem kleinen Druck nach vorne. Aber wirklich jetzt, ich rede jetzt nicht von Gewalt, also es ist alles immer noch im Rahmen. So, und danach, wenn die Auster geknackt ist und hier geöffnet ist, fahren wir an der Oberfläche entlang und schneiden quasi den Muskel ab. Hier, zack, wo ist er? Zack, okay, so, dann haben wir hier die Auster. Aus der Auster kann man das erste Wasser entfernen, das machen die meisten. Und dann kann man sie zum Beispiel entweder mit dem Austeröffner oder mit einer Gabel oder was auch immer man gerade zur Hand hat, kann man dann hier unten den Muskel der Auster entfernen und sich quasi dann in der Schale das Ganze lösen und kann sie zum Beispiel, wie ich das am besten liebsten mag, einfach nur mit Zitrone verzehren. So. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Schaut euch auch die anderen Videos von Chefstaff an, die werden euch bestimmt gefallen. Drückt auf Abonnieren, das würde uns freuen. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Habt einen schönen Tag, lasst einen Kommentar da und teilt das Video und so weiter und so fort. Und ansonsten, ciao, ciao, miau.